Liebe Community, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zum 41. Part des Fußball Manager 2014 Let's Play mit dem VfL Wolfsburg. Wir stehen hier vor dem 15. Spieltag gegen den SC Freiburg, die momentan an Relegationsplatz 16 stehen. Und dieses Spiel wird auswärts ausgetragen im Badenova Stadion vom guten SC Freiburg. Und dieses Spiel werden wir im Textmodus beschreiten. Gehen dann auch in diesen hinein und sagen unserer Mannschaft heute, ein Remis schaffen wir auf jeden Fall. Und damit auf geht's, Wolfsburg! Das war's, das kommt für Freiburg, dankeschön! Wir grüßen natürlich damit ebenfalls das Trainerteam des SC Freiburg mit Schindler. Und damit moin moin und herzlich willkommen hier in Freiburg zum 15. Spieltag. Die Spieler des VfL Wolfsburg sind jetzt voll konzentriert und haben schon die erste Chance hier nach 6 Minuten. Puh will da mit einem Kopf durch die Wand, aber sein Distanzschuss liegt gut einen Meter über das Tor. Okay. Die Mannschaft aus Wolfsburg ist mit drei Spitzen sehr offensiv ausgerichtet. Hier kommen ziemlich viele Fans heute zu spät. Möglicherweise hat das mit der Form ihrer Mannschaft zu tun. Julian Schuster passt genau in die Schnittstelle von Außen- und Innenverteidigung. Mit Medi ist durch, scheitert aber am besten postierten Benaglio. Und ich bin mal gespannt, wie wir hier ankommen werden. Sensationeller Abschlag in Freiburg. Torhüter Diego Benaglio mit einem weiten Abschlag. Martial setzt sich im Laufduell gegen den Janje durch. Gewaltschuss. Aber Baumann dreht den Ball noch um den Pfosten. Ecke. Gar nicht mal so schlecht hier. Und jetzt gucken wir mal, wie die Ecke hier ausfällt. In der 17. Minute. Glanzparade. Nochmal von Baumann hier. Und dann gucken wir mal, was die Ecke gebracht hat. Ecke von Diego. Luis Gustavo und Fallo Dinian steigen zum Kopfballduell hoch, aber Dinian kann sich durchsetzen. Baumann muss nicht eingreifen. Chance hier für den SC Freiburg. Freistoß von Wladimir Darida. Legt sich den Ball zurecht, täuscht einen Schuss an. Er spielt jedoch zu Admir Mevidi ab, der knapp im Abseits steht und zurückgepfiffen wird. Okay. Chance hier für den SC Freiburg. Malkanke setzt sich im 16er gut gegen Klose durch, legt dann zurück auf Mevidi. Dieser ist aber einen kleinen Tick zu spät dran, sodass Diego Benaglio den Ball aufnehmen kann. Dann sagt man mal jetzt voller Angriff, weil hier soll ja so langsam was passieren. Große Chance hier. Naldo schießt freistehend auf 20 Meter mit links 4 Meter am Tor vorbei. Sakrament! Jetzt die Ecke von Diego mit der zweiten in diesem Spiel. Martial steigt vom Kopfball hoch, aber Ginter ist einen Moment eher am Ball und kann die Ecke von Diego klären. Na gut, ich bin mal gespannt, wie wir hier ins Spiel kommen werden. Dann nachdem wir im DFB-Pokal ja ins Viertelfinale eingezogen sind. Sololauf von Jonathan Schmidt durch die Wolfsburger Abwehr. Rodriguez kann zunächst klären, doch der Ball kommt wieder zu Schmidt, der nicht lange fackelt und zum 1:0 trifft. Ganz klar. Musste er kommen. Riesenchance in Freiburg. Konterchance für den VfL Wolfsburg. Überfallartig stürmen sie jetzt hier nach vorne und haben Überzahl. Martial läuft ganz alleine auf Baumann zu, legt den Ball an Baumann vorbei, aber Baumann erreicht den Ball mit den Fingerspitzen, hat ihn dann sicher. Sakrament. Voller Angriff. Darf doch nicht wahr sein, jetzt legen wir hier gegen den Relegationsteilnehmer mit 1:0 zurück bis jetzt. Gangart des VfL wird rauer, ist ja auch klar nach diesem Rückstand, wir müssen hier wieder zurückkommen. Aber es scheint nicht so gut auszusehen. Halbzeit. Und wir liegen hier mit 1:0 hinten. Gegen die Mannschaft von Christian Streich. Kommen jetzt zu den Spielergesprächen. Zum Glück ist die Moral noch hoch. Motivieren hier mal Benaglio. Loben hier Kuh. Motivieren unsere ganze Offensivabteilung hier. Zwei Massagen, die wir verteilen müssen. Plus 11, meine Güte, kann aber gut.
Und hier plus 8, okay. Und zu guter Schluss, unser Außenspieler hier, Jesse, kannst du gut gebrauchen. Halbzeitansprache im Remis schaffen wir auf jeden Fall. Funktioniert bis jetzt noch nicht. Sag mal, wir sind angeschlagen, aber nicht K.O. Und wechseltechnisch lassen wir mal alles beim Alten. Alle Spieler aufwärmen, Konzentration. Erste Chance für uns kurz nach der Pause. Gefährlich vorgetragener Angriff des HSV, Wolfsburg. Dann aber Jesse mit einem unkontrollierten Abschluss, der nur zu einem Abschluss führt. Kuh spielt den mitgelaufenen Diego frei, dessen Flachstoß nur knapp neben dem linken Pfosten geht. Mann! Denanje klärt mit fairen Tackling gegen den durchgebrochenen Martial zur Ecke. Die wird ausgeführt von Diego, war gar nicht mal so schlecht. Francisco Klaas setzt sich gegen Martial durch und klärt eine Ecke von Diego per Kopf. Nächste Chance der SC Freiburg. Tim Klose ist nach einer Flanke von Oliver Zorc einen Schritt schneller als Memedi und klärt zur Ecke. Die wird ausgeführt. Scheint gut zu kommen von Julian Schuster. Ecke von Schuster, Tim Klose klärt zunächst, dann gewinnt Kuh einen Zweikampf gegen Hanke und befördert den Ball vor den Strafraum, doch der Ball kommt vor die Füße von Memedi, der ihn annimmt. Und dann ist entschlossen Abzug. Kockler steht in der Schussbahn, fälscht den Ball mit der Hacke ab. Diego Benaglio ist chancenlos, aber der Ball kullert um Zentimeter am Tor vorbei. Gott sei Dank. Eine weitgezogene Arnold-Flanke legt Diego gefühlvoll auf Jesse, der den Ball mit vollem Risiko nimmt. Der Volley-Schuss aus 20 Meter fliegt über das Gehäuse von Torhüter Baumann. Torhüter Baumann deutet den Balljungen da an, dass er sich ruhig etwas Zeit lassen kann. Oh. Und ich sag jetzt mal voller Angriff. Olic kommt jetzt dann noch in die Partie. Für Martial, der es heute leider nicht so gut gemacht hat, kommt Gelson Fernandes für Jonathan Schmidt. Und dann nehme ich Jesse heute runter. Das war heute auch nichts von ihm. Es darf einfach nicht wahr sein. Und sag mal nochmal voller Angriff. Meine Güte, VfL Wolfsburg, es steht doch nur 0:1. Was gibt's hier denn noch zu verlieren? Nehmt endlich euer Herz in beide Hände und läuft. Läuft. Jetzt kommt Emanuel Höhn für die Jan. Und wir haben noch eine Viertelstunde hier. Die Freiburger haben alle Zeit der Welt. Und jetzt der letzte Wechsel. Wir rennen ja für Arnold. Hoffentlich passiert da jetzt noch was. Chance für den SC Freiburg. Ein Schuss von Ginter wird von Diego Benaglio zur Ecke abgewehrt. In der Tabelle hätten wir jetzt momentan 2 Punkte Vorsprung noch. Ecke von Schuster, ganz einfache Variante des SC Freiburg. Ginter verlängert per Kopf am kurzen Pfosten. In der Mitte kommt Franke, relativ unbedrängt im Kopfball. Der Ball schlägt halb hoch im Kasten der Wolfsburger ein. Sakrament! Sag mal, das geht so nicht. Memedi ist da für Tim Klose einen Tick zu schnell, wird festgehalten. Klare gelbe Karte, auch das jetzt noch. Hier läuft aber auch wirklich alles schief. Mann. Kuh spielt den Ball flach in den Strafraum, aber der Schuss von Diego ist so unplatziert. Baumann ist auf dem Pfosten und greift sicher zu. Es darf doch nicht wahr sein alles hier. Chance hier für uns, 85. Freistoß von Diego legt den Ball besonders sorgfältig auf den nassen Rasen und packt dann eine ordentliche Klebe aus. Der Ball fliegt wie ein Streckenglattunnel gegen den rechten Pfosten, dann gegen die Latte und landet dann im Tor. Anschluss 2:1. Seinem 5. Tor in dieser Saison, immerhin. Zorc bildet sich da den Ball mit der Hand vorlegen und zieht dafür gelb. 86. Die Gangart des VfL Wolfsburg wird rauer.
Es wird ruppig, Julian Schuster geht mit gestreckten Beinen in Luis Gustavo hinein, da hat er eine Verletzung billigend in Kauf genommen, kriegt dafür die gelbe Karte. 3 Minuten Nachspielzeit hier. Dann gucken wir mal, können wir hier noch den Ausgleich schaffen? 90+1, jetzt kommt noch Pavel Grimmertz für Ginter. Um damit einfach nur Zeit zu sparen. Und 93. Schlusspfiff, der SC Freiburg gewinnt mit 2:1 hier am 15. Spieltag gegen unsere Wölfe. Und damit hat es momentan keine Auswirkungen an der Tabelle. Aber alles weitere sehen wir jetzt direkt im Anschluss, im Nachbericht. Und da sind wir am Nachbericht des 15. Spieltags. Wir verlieren gegen SC Freiburg mit 2:1. Bester Spieler, Fallo de Jong mit einer 1, dann Hedenstadt 1,5, Oliver Sorg 1,5. Hanke mit einer 2,5, Jonathan Schmidt mit einer 3. Bester Spieler, Fallo de Jong da mit einer 1, bei uns Kuh mit einer 2,5. Diego noch mit einer 2,5, ansonsten war es heute ein eher Mauertag für uns. Unsere beiden Ansprachen sind fehlgeschlagen, hatte aber keine Auswirkungen. Zu den Statistiken, da sehen wir es nochmal, 9:4 Schüsse, 10:6 Chancen, 62:38% Ballbesitz, wir waren deutlich in der Überhand, 1620 Leute sind mitgekommen, das Wetter fand bei 14 Grad statt, regnerisch. Und da sieht man es mal, wir haben mehr Möglichkeiten, verlieren aber letztendlich mit 2:1, da die Hausherren hier deutlich besser gespielt haben gegen uns. Und damit zu den Ergebnissen. Borussia Dortmund gewinnt hier 4:1 gegen Leverkusen. In der Realität hat ja Leverkusen mit 1:0 gewonnen. Gladbach verliert 1:3 gegen Schalke. Stuttgart gewinnt 2:0 gegen Hannover. SV Werder Bremen 1:1 gegen Bayern München. In der Realität gab es ja da, glaube ich, eine 0:7 Klatsche für Werder. Nürnberg 5:1 gegen Mainz. 2:1 Erfolg von Freiburg gegen uns. 5:2 kannter Erfolg hier vom HSV gegen Augsburg. Und die Hertha gewinnt 2:1 gegen Braunschweig und 3:1 Sieg von Frankfurt über Hoffenheim. Und wir sehen es in der Tabelle, sind wir nach wie vor Tabellenführer mit 2 Punkten Vorsprung jetzt vor dem 1. FC Nürnberg. 2 Punkte dahinter jetzt Borussia Dortmund und 5 Punkte dahinter FC Bayern. Gladbach auf dem 5. Platz, Schalke 6. Stuttgart 7. Freiburg immer noch auf dem 16. Platz, konnte sich dadurch ein bisschen Luft verschaffen. Hertha auf Platz 17 mit 11 und Braunschweig mit 8 Punkten. Guck mal in die zweite Liga rein. Da sehen wir VfL Bochum Tabellenführer vor TSV 1860 München und Energie Cottbus. Köln auf dem 4. Platz, Lautern 5. Auf Platz 15 Ingolstadt, 16 Fürth, 17 Paderborn und 18. Schlusslicht SV Sandhausen. Guck mal in die dritte Liga rein, da ist RB Leipzig unser Kooperationspartner Tabellenführer mit 2 Punkten Vorsprung vor Halle sowie 3 auf Osnabrück. Die haben sich damit die Herbstmeisterschaft gesichert in der dritten Liga. MSV Duisburg auf dem 4. Platz mit nunmehr 5 Punkten Rückstand auf dem direkten Aufstiegsplatz. Chemnitz, die Mannschaft vom Hansa-Fan hier auf Platz 5. Mannschaft von Fritz Meloni hier auf dem 8. Platz. Die ehemalige Mannschaft von Barney auf der 10. Und Holstein Kiel hier auf der 19. Guck mal kurz in die Regionalligen, da sind wir immer noch mit 5 Punkten Vorsprung Tabellenführer, auch wenn unser Spiel ausgefallen ist. Aber nachgeholt wird in der Nordost die zweite von der Hertha, immer noch erster mit 4 Punkten Vorsprung. Dann Regionalliga West. Sehen wir hier Aachen immer noch in Front mit 8 Punkten Vorsprung gegenüber der zweiten von Schalke. Regionalliga Südwest, die zweite von Mainz hier auf dem 1. Platz, dann Sonnenhof Groß-Asbach. Eintracht Trier ist auf die 3 abgestürzt, hat aber nur 2 Punkte Rückstand auf die beiden Tabellenführer. Und Regionalliga Bayern, jetzt die Mannschaft von Guten Barney hier auf dem 2. Platz mit 2 Punkten Rückstand auf den FC Bayern. Gucken wir kurz in die anderen Ligen. RB deutlich hier 12 Punkte Vorsprung, Belgien 4 Punkte von FC Brügge auf Zülte Waregem. RC Anderlecht immer noch auf Platz 11, der Meister. In England Liverpool vor West Bromwich Albion, Manchester City und Arsenal. In Frankreich
PSG, erster vor Montpellier, Marseille. Deutschland wissen wir, Italien, Juventus Turin vor Inter Mailand und SSC Neapel. Allerdings 6 Punkte Vorsprung von Juve. In Holland PSV Eindhoven mit 8 Punkten Vorsprung auf Feyenoord. Portugal Benfica Lissabon mit 6 Punkten Vorsprung vor FC Porto. Spanien Valencia mit 6 Punkten Vorsprung auf Atletico Madrid. Real Madrid 8 Punkte Rückstand schon auf Valencia. In der Schweiz SC Basel mit 2 Punkten Vorsprung vor den Young Boys. In der Türkei Genk Tbilisi erster vor Bursaspor, Beşiktaş Galatasaray, Fenerbahçe Yenor für 7. Brasilien Atletico Mineiro erster vor Sao Paulo, 3 Punkte Rückstand. Und in die USA geblickt, da Seattle mit einem Punkt Vorsprung vor den Chicago Fire. Der Stallclub von Red Bull hier in New York, Red Bulls auf der 3. Und jetzt guck mal in die Stimmen. Das sagte Pavel Grimas, es war ein wunderschöner Augenblick, als der Trainer sagte, kommt sie deine Sachen an aus. Jetzt geht's los. Und ich habe gesagt, die Tabellenführung ist nur eine Momentaufnahme, okay? Und Dennis Aogo heute mit dem Zitat des Tages, der ehemalige Freiburger und Hamburger. Ich bin nicht so ein Typ, der jetzt auf Wolke 7 schwimmt. Spieltagsstatistik, da sehen wir 2 Nürnberger, 3 Freiburger, die es geschafft haben nach dem Erfolg gegen uns mit Baumann, Dian und Hedenstadt. Molinaro hier auch mit dabei, Hövedes. Dann gehen wir mal weiter in die besten Spieler. Sehen Sie hier, Lewandowski konnte heute nichts dazu beitragen, aber ist immer noch hier erster mit 13 Toren. Vor Stefan Küsling, Sirchan Lakat auf der Platz 2 mit 10. Und jetzt hier mal geblickt nach 15 Spieltagen, Ricardo Rodriguez bester mit 2,4 und bester Torwart von uns Diego Benaglio auf der 4 mit einem Schnitt von 2,67. Und zum Fairplay sind wir immer noch die fairste Mannschaft und fairste Borussia Dortmund. Bei den besten Spielern gucke ich mal kurz in die Regionalliga Nord, da ist Paulo Dybala mit 12 Toren auf Platz 2. Max Kremer ist da bester und da gucken wir mal auch hier. Und unsere Spieler sind da gar nicht erst vertreten. Okay, alles klar. Na gut, kommen wir zum Fairplay. Haben wir ja schon gesagt. Gehen wir weiter. Und ich habe einiges vor der Aufnahme noch gemacht. Die zweite Mannschaft soll auf jeden Fall dann dünner werden. Und Luis Fabiano hat hier einen 2-Jahres-Vertrag bei uns unterschrieben. Wunderbar. Und sehen Sie 1:1, die Bremer verschenken Punkte gegen den FC Bayern München. Und Hertha BSC gewinnt das Kellerduell gegen Eintracht Braunschweig. Im Ausland Oliver Bierhoff soll die schlechte Stimmung bei Tottenham Hotspurs bekämpfen. Okay, auch interessant. Neuer Trainer dort jetzt Oliver Bierhoff. Alles klar, unser DFB-Manager. Und Copa Südamericana Finale Juan Gabriel Pontes. Der Pokal gehört Club Atlético Mineiro. Und dann gehen wir mal weiter und sehen hier noch eine Personalie, die ich angegriffen habe. Julian Green, den wir uns holen werden. Für die zweite Mannschaft erstmal. Geben dem Spieler eine Option mit. Da würde ich mal sagen, kriegt er da erstmal eine Auflaufprämie von 500. Und hier gucken wir dann mal, was er fordert. Geben ihm einen 5-Jahres-Vertrag, sagen ihm, du hast eine große Zukunft, musst Geduld haben. Dann sag mal da mal 200.000 Euro. Ergic, da haben wir jetzt einige Interessenten. Tu mal alles unterzeichnen. Und sehen hier, herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Erfolg der Kategorie Karriere geschafft, Liebling des Vorstands. Erreichen Sie bei beiden Werten ein Vorstandsvertrauen von 20. 60 Managerpunkte obendrauf. Okay, alles klar. Sonderzug spendiert. Ihr Fanbeauftragter Holger Ballwand hat den Fans für das nächste Auswärtsspiel einen Sonderzug spendiert. Wunderbar. Gegen Mönchengladbach. Ablöse für Julian Green akzeptiert 400.000. Sinkewitz bleibt bei seinem Verein. Schade. Und Präsidium zufrieden mit Donis Avdicay. Wir gehen da mal weiter.
sehen hier, Fernando wechselt von FC Porto zu Liverpool für 6 Millionen. Dann unsere Wechsel mit Ronaldinho für 2 Millionen. Luis Fabiano für 2,1 und für eine halbe Million Terry Ori. Und Tankulic hier wechselt zu Aachen für 15.000. Sonst ist da nichts dabei und Wayne Rooney hat verlängert bis 2018. Vanega hat verlängert bis 2018, Čuček bis 2019 und Lilajec bei AS Rom bis 2017. Lazio hat Interesse an Joey Barton, Valencia an Rafinha, Newcastle an Antonelli und Dortmund an Maxim. Und bei Anderlecht HSV und bei AS Monaco stehen die Trainer zu Debatte. Und hier FIFA World Player Gala, wo Ibrahimovic gewann vor Suarez und noch einem Spieler. Ich musste das schneller wegklicken, weil es ja immer wieder Probleme damit gibt. Ergic, akzeptieren wir alles. Hauptsache, er geht. Und hier Vorstandsvertrauen jetzt 20 von 20, haben wir ja gesehen. Und 10, sie haben Erfolg der Kategorie Mannschaft geschafft. Streitschlichter, schlichten sie einen Spielerstreit. 12 Managerpunkte nochmal. Hier Thomas unterzeichnen, auch hier, auch hier. Und unsere Reserve gewinnt mit 3:0. Brandt hat 2 Tore gemacht, wunderbar. Fitnessparcours können wir ruhig mal ausbauen. Und sehen Sie wieder einige Nachrichten. Julian Brandt hat sein Trainingsziel erreicht. Meine Güte, der Junge geht ja ab wie Schmidts Katze. Darf jetzt mit Dribbling weitermachen, wenn er so weitermacht, dann kommt er auf jeden Fall bald in die erste. Julian Green wechselt zu uns für 400.000. Bilderici ist erneut gescheitert. Wenn es so weitergeht, dann löst man da den Vertrag einfach auf. So langsam habe ich die Faxen da echt dicke. Und Cretenon, uninteressant. Ihre beiden Spieler Tresch und Naldo vertragen sich. Ich habe jetzt wieder Vertragsverhandlungen von Eilers und gescheitert mit Magdeburg. Nächster Versuch. Von Sonneberg mit Felbertzen gescheitert. Mit Nils Winter konnte sich die Fortuna aus Köln nicht einigen. Auch da gucken wir dann nochmal. Teuchert bleibt immer noch bei Nürnberg. Okay, dann bleibst du halt. Patrick Bade bleibt bei Leverkusen, okay. Er möchte auch nicht zu uns kommen. Hauptsponsor stellt Siegprämie in Aussicht von 340.000, wenn wir gegen den VfB gewinnen. Kein Verein an Diego interessiert. Da gucken wir in der Winterpause dann nochmal, dass wir versuchen mit ihm zu verlängern, ansonsten muss er gehen. Kein Verein an Eilers, an Schimpert ist keiner interessiert. Dann gucken wir auch hier nochmal. An Granatowski ist keiner interessiert. Ich möchte halt, wie gesagt, die zweite Mannschaft hier ausmisten. Okay, da können wir gerade nicht. Okay, alles klar. Kein Verein an Sonneberg interessiert, da haben wir ja schon geguckt. Ach, die Chai fällt aus bis zu 10 Tage Oberschenkelzerrung. FZ für einen Tag. Brandt erzielt 2 Tore. Reserve gewinnt 3:0 gegen die Reserve von Hannover 96 durch Tore von Dybala und Julian Brandt. Und Ergic wechselt zu Jan Regensburg. Alles Gute für dich. Hendrik Hansen ist gescheitert mit der Alemannia aus Aachen. Locher bleibt bei seinem Verein. Ferrati bleibt beim VfB. Beschusskopf bleibt beim VfB. Gubliato möchte auch nicht kommen, okay. Scouting abgeschlossen. Teriori Stufe 10. Gucken wir mal rein. Durchschnittlich hat 42 Punkte, aber wir haben ihn jetzt schon eh verpflichtet. Beobachteter Spieler ist verletzt, Veton Berisha. Kaderanalyse beendet. Gucken wir mal rein. Alles grün außer RV, da müssen wir auf jeden Fall noch mal gucken. Werden wir machen.
und rücken jetzt zum Spiel gegen den VfB Stuttgart vor. Ich weiß, die Folge ist schon wieder ausgeartet. Hier letzter Spieltag der Champions League. Barcelona und SSC Neapel ziehen da ein. Schalke nur in die Europa League, weil sie das letzte Spiel mit 1:3 verlieren. Barcelona gewinnt gegen Sylte Waregem. Gruppe B 2:2 von Leverkusen gegen Atletico Madrid. Manchester United 2:1 in Atletico Madrid und Man United hier im Achtelfinale. In Gruppe C Chelsea und Dortmund. In Gruppe D Manchester City und AC Mailand. Gruppe E FC Bayern und ZSKA Moskau. Piraeus in der Europa League, hier ist nur Juventus in der Europa League, okay. Haben letztendlich 6:0 noch gewonnen. Und PSV Eindhoven und Porto ziehen hier ein. Gruppe G, PSG und Arsenal. RC Anderlecht mit 4 Punkten in der Europa League. Und Gruppe H, Real Madrid hier im Achtelfinale mit Marseille, Galatasaray in die Europa League. Und sehen es hier, Liverpool und Bursaspor haben es geschafft. Gruppe B, Everton und AS Saint-Étienne. Gruppe C, AC Florenz und Wigan. Gruppe D, Fenerbahce und OGC Nizza. Gruppe E, Lazio Rom und Spartak Moskau. Gruppe F, Besiktas und Rosenborg. Gruppe G, Celtic und Maccabi Tel Aviv. Gruppe H, Real Betis Sevilla und Tottenham. Gruppe I, KSC Genk und Udinese. Gruppe J, Feyenoord und der VfB Stuttgart. Gruppe K, Malaga und Skoda Sancti. Und Gruppe L, Lyon und Braga. Gehen wir mal weiter. Hansen, Kiel 15.000. Jugendspieler entdeckt. 16 Jahre, RM. Da haben wir eigentlich ein Überangebot. Gucken wir mal, ob wir ihn auf links hier umschulen können. Wenn ihn jemand will, einfach in die Kommentare. Erdal Öztürk bleibt bei Hoffenheim. Akyol beim VfB. Brasnitsch bei Leverkusen. Er bleibt, okay. Scouting abgeschlossen vom VfB. Beobachteter Spieler, immer noch verletzt. Und dann gehen wir noch den einen Tag hier vor. Zum Spiel gegen die Schwaben aus Stuttgart. Okay, mal eine andere Hymne hier zum 16. Spieltag Topspiel, VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart. Dann Hannover gegen Nürnberg und Hoffenheim gegen Dortmund. Und dann gehen wir mal weiter. Haben schon wieder 16 News. Vertragsverhandlungen sind gescheitert. Was fordert denn der Junge hier? Robbie Rogers ist verletzt. Neue Fanartikel bereit zur Markteinführung. Klopapier und Mauspad. Nehmen wir doch mal auf. Was kann man hier entwickeln? Nichts Besonderes. Datenbank aktualisiert. Seguin hat Trainingsziel erreicht. Bettke hat sein Trainingsziel erreicht. Auch da gucken wir. So, Linus Bahr hat sein Trainingsziel erreicht. Auch da gucken wir. So. Babelsberg hat Interesse an mir, aber ich nicht an Ihnen. Weiche hat Interesse, Würzburger Kickers. Okay. Und das alles gucke ich mir nachher noch an, bevor ich ins Spiel gehe. Weil sonst würde es wirklich rekordverdächtig. Olic hat nur eine 5er Form. Ach du heilige Backe. Eigentlich wollte ich ihn einsetzen, na gut. Perisic, Form von 7, da kommt Caligiuri mit. Taktik, da kriegen wir zwar 340.000, aber ich gebe denen auch noch mal ein bisschen was. Sag mal 12,5.
und guck mal in den Vergleich. Ibisevic, Maxim, Sonnebewachung, Ibisevic. Dresch kümmert sich um Rausch, Klose kümmert sich um Ibisevic, Naldo um Maxim und Rodriguez um Harnik. Und ich würde mal sagen, so gehen wir dann rein gegen den VfB Stuttgart.